Der Böttcher aus dem Radio ist Ihnen sicher unter Böttcher und Fischer noch ein Begriff. Der Böttcher macht jetzt ohne Fischer Comedy unter dem Titel Lieber radioaktiv als im Radio aktiv. Zur knapp zweistündigen Reise durch Böttchers Vergangenheit voller Lieder und Sketche waren wohl vor allem Fans aus Radiozeiten am 20. Januar in die Börse gekommen. Lieber radioaktiv als im Radio aktiv, so sein Bühnenprogramm. Doch Angst musste man nicht haben, verstrahlt zu werden, denn der Einzige, der verstrahlt ist, sei Böttcher selbst, wie er uns vor der Show augenzwinkernd sagte. Dass es Böttcher und Fischer nun nicht mehr gibt, hat einfache Gründe. Ich war eine ganze Zeit lang krank und dann bin ich wieder da gewesen und dann hat der Sender halt dann irgendwie gesagt, das ist jetzt auch gut so und dann bin ich dann halt gegangen. So, und das war's. Das ist wirklich völlig unspektakulär, das hat jeder wahrscheinlich schon mal in seinem Leben erlebt, dass er irgendwo nicht mehr gewollt ist und gegangen wird. Punkt. Ende. Es ist auseinandergegangen, ohne dass man jetzt da irgendwie einen Strich drunter machen kann und da ein Adjektiv hinterschreiben kann. Das ist einfach auseinandergegangen. So. Und, aber wie gesagt, wir waren fast 25 Jahre waren wir unterwegs, im Radio und auf der Bühne. Und ja, alles hat seine Zeit und jetzt ist gut und jetzt machen wir was Neues und alles ist prima. Und ich fühle mich total wohl mit dem, was ich gerade tue und wo ich gerade stehe in meinem Leben und wie das alles so gekommen ist. Ich möchte das nicht missen, was ich gerade habe. Kurz vor seinem Auftritt hätte er immer noch großes Lampenfieber, verriet er uns. Wenn man 25 Jahre Radio gemacht hat und darüber hinaus 25 Jahre fast jedes Wochenende in Sachsen unterwegs war, hat man eine Menge zu erzählen, sagte Thomas Böttcher. In seinem Soloprogramm verarbeitet er dann auch das, was ihn in dieser Zeit bewegt hat. Also als Radio dann wirklich vorbei war, setzt man sich schon mal hin und guckt mal, wie es weitergeht und was liegt einem, wo sind seine Stärken oder wo man denkt, sind seine Stärken. Und da sind wir schnell zu dem Entschluss gekommen, dass das Bühne und Programm und Leute und Interaktion und Comedy im weitesten Sinne schon so mein Ding ist. Punkt. Das ist einfach so. Und da wäre ich ja blöde gewesen, wenn ich jetzt das nicht genutzt hätte und darauf aufgebaut hätte. Da habe ich mir ja auch ein bisschen aufgebaut in 25 Jahren. So, und das mache ich jetzt weiter und es macht Riesenspaß. Es ist extrem anstrengend, 2 Stunden allein auf der Bühne zu stehen. Es ist wirklich harte Arbeit. Aber ich möchte das nicht missen. Ich habe ein tolles Team hinter mir, die mich da unterstützen. Und ich habe nach wie vor auch, ich sag mal, was die Bühne angeht, ja nicht nur das Soloprogramm, ich bin ja noch in Radeberg, mache ja noch das Radeberger Biertheater und spiele dort mit. Und diese Schauspielerei und diese Comedy und diese Mischung, das ist einfach großartig, macht viel Spaß. Dass der Thomas Böttcher nichts anderes kann, hat er uns also gestanden. Aber da wäre noch etwas. Radiomoderatoren sollten ja eigentlich Hochdeutsch sprechen. Doch das ist nichts für Thomas Böttcher. Ja, Hochdeutsch liegt mir nicht. Also ich war noch nie ein Hochdeutschquatscher. Ich komme von hier und ich stehe dazu und ich schäme mich da auch nicht dafür und ich bin stolz darauf, in Sachsen zu sein und alles ist gut. Natürlich ist der sächsische Mundart mit dabei und im Großen und Ganzen handelt dieses Programm von mir. Es ist meine Geschichte. Ja? Es ist mein Leben, jetzt aber nicht, ne, denken, ich setze mich hin und lese ein Buch, sondern das ist schon in spielerischer Art und Weise mein Ding, was ich gemacht habe. Natürlich spielt die ganze Radiozeit natürlich eine Rolle. Ich habe das, wie gesagt, 25 Jahre gemacht. Und das ist schon, hat schon viele autobiografische Züge, das Programm. Und das war so die Ober, in meinem Kopf so die Oberklammer in diesem Programm. Ja, du darfst im Leben auch auf die Fresse fallen. Das ist okay, ja, aber du musst wieder aufstehen und musst den Staub von der Hose putzen und weitermachen, so. Und das soll sich so ein bisschen in diesem Programm widerspiegeln. Es war ein Montag, das weiß ich schon. Ganz normaler Montag, ne? Ging auch ganz normal los, war wie jeder Montag, ne? Ich lag in mein Bett, 3.45 Uhr hat der Wecker geklingelt, habe ich den genommen, habe den an die Wand geschmissen und fiel den runter auf den Haufen seiner Vorgänger. Sehr geehrter Herr.
Gerade jetzt, wo das Kapitel Radio vorbei ist, kann man diese Zeit Revue passieren lassen. Böttcher wird immer wieder gefragt, wie bist du eigentlich zum Radio gekommen? Was war dein peinlichstes Erlebnis in dieser langen Zeit? Antworten auf diese Fragen bekommt man im neuen Bühnenprogramm, das einen exklusiven Blick hinter den Vorhang der bunten Medienwelt gewährt. Böttchers Auftritt in Coswig ist zwar vorbei, doch sein Tourplan ist im Internet unter der-böttcher.de mit vielen Terminen, unter anderem in Kamenz, Dresden oder auch Chemnitz zu finden. Auch dort wird das Publikum eine knapp zweistündige Reise durch Böttchers Vergangenheit voller Lieder und Sketche erleben können. Da standen die ganzen Kollegen am Fenster.